Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Erichs kulinarisches Erbe und heute mal mit einem Fastfood-Gericht aus der DDR, kann man fast sagen, und zwar gefüllte Bockwurst. Dazu brauchen wir natürlich Bockwurst, Tomaten, ein bisschen Käse, Öl, ja, und die Bockwürste müssen wir im Prinzip einschneiden. Da soll nämlich dann unsere Füllung rein. Die besteht zum einen aus Hartkäse, entweder Gouda oder Emmentaler empfiehlt sich da. Und zum anderen natürlich auch aus den Tomaten, die wir vorher klein geschnitten haben und dann auch damit reingeben. Man muss da ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und aufpassen, dass das auch alles drin bleibt in der Wurst. Aber wenn wir das geschafft haben, geht es erstmal in die Pfanne für ein paar Minuten. Und da braten wir das, die Würste schön kross an, damit sie eine schöne braune Oberfläche kriegen erstmal. Und für den Käse schieben wir das Ganze nochmal für ein paar Minuten bei 220 Grad circa in den Ofen. Schön, bis der ganze Käse zerlaufen ist. Ja, und dann ist das eine leckere Geschichte. Schnell und einfach, am besten mit Ketchup noch dazu servieren, kann ich nur empfehlen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, für mehr Rezepte von uns. Ansonsten findet ihr auch alle Rezeptangaben zu diesem Rezept und auch allen anderen Rezepten von uns auf unserem Blog www.erichserbe.de. Wenn ihr eigene DDR-Rezepte habt, von denen ihr meint, die sollten wir vielleicht mal nachkochen oder die fehlen noch in unserer Sammlung, könnt ihr die gerne an rezepte@erichserbe.de schicken. Dann kochen wir sie für euch nach. Und rechts haben wir nochmal zwei Vorschläge für euch, wie immer, die ihr auch nachkochen könnt. Viel Spaß beim Stöbern auf unserem Kanal und bis zum nächsten Mal.